Spotted you dancing in the club, shaking it, I'm shaking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my. Grüß Gott, ich will ein ganz, ganz kurzes Video machen, weil ich sehe auch gerade, dass es verdammt dunkel wird. Ich hasse es. Ich hasse den Winter. Durch dass das immer so dunkel wird, kann man kaum Videos drehen. Ich hoffe, dass es trotzdem noch geht. Sorry. Ich will aber auch nur ein ganz kurzes Video machen. Es geht um mein Kaufverhalten im November. Ich muss sagen, ich war ganz, ganz brav. Im Gegensatz zu früher halt. Weil ich habe das Kaufverbot ja ehrlich gesagt auch sehr, sehr spät angefangen. Also was von Mitte November erst. Und das Video habt ihr ja erst vor kurzem gesehen. Ich habe das nämlich schon länger gedreht gehabt und das habt ihr eben jetzt erst gesehen, weil ich es erst hochgeladen habe. Aber die paar Wochen, was halt dann noch jetzt dazwischen waren, habe ich mir zwei Produkte gekauft. Steinigt mich nicht. Aber es hat Gründe gegeben. Ich habe ja euch auch das Flop-Video abgedreht von dem Öl. Und ich habe halt ein Haaröl gesucht, das mir nicht meine Haare so schnell fettet. Und das einen Pumpspray hat. Und dann habe ich mir halt das von Organics gekauft. Preise verlinke ich euch, weil ich habe ja ein Limit und dazu komme ich auch gleich. Entweder schreibe ich die Preise in die Infobox, weil von dem Shampoo weiß ich es nicht und muss ich erst rausfinden. Weil ich war ja nicht arbeiten, ich war ja im Krankenstand, habe ich euch im Funlow was erzählt. Und das ist wirklich gut und es riecht auch super. Und das erinnert mich an den Duft von Jahren. ja. Aber ich mag es wirklich gern. Ich habe es auch ein bisschen schon benutzt. Es ist schon ein bisschen was weg. Und ich liebe es. Auch wenn ich ein bisschen zu viel erwische, macht das gar nichts. Das einzige Problem, was das hat, ich habe es jetzt auch vor kurzem einfach ins Haar gegeben und habe mir nicht die Haare geföhnt. Eigentlich soll man es dann anföhnen. Das mache ich aber jetzt nicht immer, gebe ich ganz ehrlich zu. Das habe ich mir kaufen müssen, weil ja, kaufen müssen, ich übertreibe. Also ich versuche mich auch nur ein bisschen recht zu fertigen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe ja auch ein Kaufverbot und deswegen will ich halt ein bisschen drüber reden. Das habe ich mir halt nur gekauft, weil das Öl für mich gar nicht geht. Was ich mir noch gekauft habe, ist das Swiss Opal reinigende Tiefenreinigungs-Dingsbums-Shampoo. Boah, ich habe das so vermisst. Das riecht nämlich so gut. Oh, ich höre die Engel singen. Wieder mal. Oh Gott, Schluss damit. So. Das habe ich mir gekauft. Viele haben ja behauptet, dass das von Yves Rocher ein tiefenreinigendes Shampoo ist. Ist es aber nicht. Ich habe nämlich gelesen, was da drauf stand. Und da stand, glaube ich, auch so jeden Tag Shampoo drauf. Aber ich werde euch das im aufgebrauchten Video dann nochmal genauer sagen. Aber es ist kein tiefenreinigendes Shampoo. Ist es wirklich nicht. Ich habe es nachgelesen auf dem Ding. Und das eben schon. Und ich habe schon gemerkt, weil ich ja oft jetzt das Haarspray benutzt habe, das Haaröl benutzt habe. Oh, und auch viel Trockenshampoo, da leiden meine Haare drunter. Ich meine, heute geht es ein bisschen, heute bin ich halbwegs zufrieden mit ihnen. In letzter Zeit war ich nicht zufrieden. Und mein Pony nervt mich auch, weil da hat er so einen Knick drinnen, seht ihr das? Aber ja, seit ich das halt wieder verwende, ich habe es einmal schon benutzt, bin ich viel, viel, viel zufriedener mit meinen Haaren. Besonders mit den Spitzen, also sie sind ein bisschen schöner. Ich meine, sie sind kaputt, aber sie schauen jetzt nicht so buschig aus. Einmal bin ich in die Arbeit gegangen, da habe ich davor meine Haare gewaschen am Vortag. Ich habe ausgeschaut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so schlimm ausgeschaut. Da war eben durch das ganze Öl von dem da, hat das am nächsten Tag durch das Rauswaschen alles grausig und so gemacht. Und das war wirklich sowas. Sorry, das war mein Handy. Ich schalte so flott und schnell. Steh einfach flott los. Also da habe ich dann gemerkt, ich brauche unbedingt ein reinigendes Shampoo. Und ja, deshalb habe ich mir das nachgekauft. Wie viel es jetzt kostet, weiß ich nicht, aber ich schreibe euch das irgendwo hin oder in die Infobox von mir aus, wenn ich es nicht wieder vergesse. Und den Betrag schreibe ich euch auch irgendwo hin, weil jetzt da habe ich ja für nächsten Monat, für Dezember, für mich weniger zum Ausgeben. Das will ich eben so machen, damit das irgendwie nicht unfair ist, weil ich habe ja im November mir so viel bei Rossmann und so kauft und eigentlich wollte ich mir gar nichts mehr kaufen, aber die zwei Sachen habe ich gebraucht. Habt ihr ja gemerkt, warum. Also die zwei Sachen, okay, das ist ja auch was, was man, das habe ich auch beides schon im Badezimmer stehen. Also das habe ich jetzt nicht als Backup oder so, da werdet auch ihr keinen Haul sehen, sondern wenn ich was kaufe, habe ich mir gedacht, werde ich eben in meinem Kaufverhalten-Video für den jeweiligen Monat euch zeigen, was ich gekauft habe. So werde ich es machen. Deswegen habe ich auch in dem Kaufverbot-Video geschrieben, dass ich euch das dann, also dass ich eine Idee habe, wie ich das mache. Und so werde ich es jetzt dann auch jeden Monat machen. Wenn ich nichts kaufe, dann erkläre ich euch auch warum und so. Also so eine Videoreihe wird es auf jeden Fall auch jeden Monat geben. Was ich mir da wieder antue.
So. Ja. Also die zwei Produkte mussten her. Und jetzt könnt ihr einblendet sehen, welchen Betrag ich dann noch circa habe für Dezember. Ich brauche aber noch ein paar Sachen. Also mir sind meine Einwegwaschlappen leer worden. Gott sei Dank habe ich noch diese Handdesinfektionstücher in meinem Monster-Backup-Schrank gefunden. Und nein, das ist eigentlich das Einzige, was ich brauche, diese Einwegwaschlappen. Aber das wird ja nicht 100 Millionen Euro ausmachen, also macht das jetzt nichts. Jo. Das war's eigentlich. Ich habe auch gar nichts aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, warum ich mir die Sachen gekauft habe. Und ja. Also bis jetzt läuft's gut mit dem Kaufverbot. Aber es war ja auch nur ein paar Wochen. Also, aber ich muss sagen, für mich, die jedes Mal irgendwas kauft habe, weil ich mir immer gedacht habe, oh, das brauche ich, das gibt's dann irgendwann vielleicht nicht mehr. Nein. Ich gehe jeden Tag, also wie ich noch arbeiten war, die paar Wochen jetzt, weil eine Woche war ich ja jetzt zu Hause, habe ich jedes Mal, wirklich jedes Mal, bin ich an dem Badezusatz vorbeigegangen, den seht ihr auch in dem Aufgebraucht-Video, Kuschelzeit, glaube ich, heißt es, mit diesen Socken und mit diesem Punsch daneben. Der riecht ja voll gut. Der riecht wirklich voll gut. Und den hätte ich noch gerne nochmal, aber ich habe jetzt noch so viele Badezusätze. Das ist jetzt wieder eine Winter Limited Edition. Der riecht auch wirklich super, aber ich werde ihn mir dabei nicht nachkaufen, weil ich habe noch ein paar Sachen. Wenn ich dann wirklich keine mehr haben würde, würde ich mir den natürlich nachkaufen. Aber ich gehe jedes Mal dran vorbei und denke mir immer, nein, du brauchst es nicht, du hast zu viel. Und wenn ich wirklich mal so ein Kaufding habe, wo ich mir sage, ich will bestellen, so wie vor kurzem, ich wollte bei Yankee Candle bestellen oder auch bei Douglas. Irgendwo wollte ich, nicht Douglas, irgendwo wollte ich bestellen. Egal. Und da habe ich mir gedacht, nein. Dann bin ich rausgegangen, habe meinen Kasten angeschaut. Ich habe vor kurzem noch meinen Blog angeschaut, komplett. Den Shea Flanning Blog mit den Swatches und das. Und ich habe so viele Sachen gesehen, die ich gar nicht hätte kaufen sollen. Ich habe auch viele Sachen aufgebraucht schon. Da bin ich auch ganz, ganz stolz auf mich, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich bewundere jetzt seit neuestem auch meinen aufgebraucht Post. Also, ich kann euch das vielleicht ganz kurz... Also jetzt schaue ich gerade ein Video, aber ich zeige euch das kurz. Das meine ich. Das ist von mir die Aufgebraucht-Seite. Da habt ihr halt... Also ich kann euch das auch unten verlinken oder ihr guckt es euch selber das an, weil hier auf der Seite habt ihr dann eine Liste, wo steht Aufgebraucht. Das ist da unter der Wunschliste, wo ihr auch den Finger gerade seht. Okay, Moment, ich zoome mal. Ja, und da habe ich halt meine ganzen Blogposts verlinkt von den paar Jahren, wo ich jetzt schon aufgebraucht Blogposts mache. Weil das mache ich ja schon länger als aufgebraucht Videos. Ja, und da habt ihr halt die ganzen aufgelistet. Da, wo ich zum Beispiel mein Mac Rouge leer gemacht habe, da. Und lauter solche Sachen. Also, den schaue ich in letzter Zeit sehr gerne an, weil ich bin auch ganz, ganz stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Ich meine, es ist ganz schön viele Müllproduktionen, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich weiß, es ist unschädlich für die Umwelt. Aber man kauft ja auch so viel. Also jetzt im Beauty-Ding-Bereich meine ich jetzt. Und da kann ich echt froh sein, dass ich da so viel leer gemacht habe. Und früher, ich tue mal ganz runter, Moment. Zack. Also, früher habe ich eher so viele Mac-Sachen aufgebraucht. Ich bin ganz schockiert, dass ich das gar nicht mehr gemacht habe. Zum Beispiel, ich zoome auf. So, hier habt ihr das. Ich hoffe, ihr könnt das annähernd sehen. Ich werde euch ein bisschen wegzoomen. Ich hoffe, so könnt ihr das auch ein bisschen erkennen. Wenn nicht, ihr könnt euch ja den Blog auch anschauen, wenn euch das wirklich so interessiert. Aber mich, ich bin süchtig nach dem. Ich habe das jeden Tag offen und schaue drauf, obwohl sich da eh nichts verändert. Ich habe ja den... Ja, egal. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine MAC-Mascara aufgebraucht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, da. Ich finde das wirklich interessant, was man in den Jahren alles aufbraucht. Oder ganz viele Proben. Früher war ich voll die Probenaufbrauchkönnerin und jetzt irgendwie nicht mehr. Könnt ihr euch überhaupt noch an das Rasiergel erinnern? Das war von Balea, das Kiwi. Also ich finde das so interessant, was man da alles sieht. Und ich habe ja vor kurzem auch, da habt ihr zum Beispiel einen MAC-Fix Blaster da in der Mitte. Ich habe ja auch ein Lipgloss-Back To Make, ihr wisst schon. Der steht da in der Mitte bei dem Foto da. Und das war ja dieser blaue, dieser grün-blaue, da habt ihr ihn eh liegen. Best of Bread hat er geheißen, glaube ich. Jo, und da war ich ehrlich gesagt sehr
begeistert, dass ich früher so viele Sachen aufgebraucht habe von MAC. Weil ich habe halt, weil das ist ja auch schade drum, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt durch eben, ich meine, jetzt versuche ich den da aufzubrauchen. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Den da, der ist, ich meine, er ist ein bisschen weiß, seht ihr das? Und der ist auch wirklich alt und ich versuche den leer zu machen. Ich meine, heute habe ich ihn natürlich nicht drauf. Aber ich versuche den leer zu machen, generell alte Produkte. Und auch wenn es limitiert waren, früher hat mich das nicht so gestört. Das finde ich ein bisschen komisch. Meine Zuckerschnute. Also früher hat mich das nicht so gestört. Wirklich nicht. Also, dass ich limitierte Sachen aufbrauche, weil ich habe sie mir gekauft, um zu benutzen. Und jetzt da in den Jahren, irgendwie dämlich, oder? Wenn man so nachdenkt, wie viel ich jetzt habe und immer jammer, dass ich das nicht aufbrauchen will. Und früher war ich so brav. Ich meine, das war von 2012. Da steht immer nämlich das Jahr, das könnt ihr eh gerade sehen, steht immer da oben. Da steht das Jahr. Und dann die unteren Beiträge sind dann die von 2012. Ja, ich höre jetzt auf, davon zu reden, weil sonst langweile ich euch noch. Aber das habe ich halt gemeint. Also jetzt wisst ihr wenigstens, um was es mir geht. Ich habe halt das, den ganzen Blog durchgeschaut und dann ist mir eben dadurch aufgefallen, dass ich auch viele Sachen benutzt habe, die limitiert sind. Ganz, ganz viele Sachen. Auch die Zuckerschnute habe ich vollkommen oft benutzt. Ihr habt es sicher gesehen. Also die habe ich voll oft benutzt und habe da immer zwar nachkauft schon, aber meine Sammlung war ja auch so klein. Jetzt, wenn ich höre in verschiedenen aufgebraucht Dingern oder in Hauls, oh, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, weil ich habe in letzter Zeit so viel aufgebraucht. Ich beneide die Leute voll, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich persönlich kann mir das von mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich brauche 2-3 Jahre, um die Sache leer zu machen. Ich mache mir da auch so einen Stress in letzter Zeit, weil ich will ein paar Sachen einfach leer machen. Einfach leer machen. Und ich gebe euch da einen kurzen Einblick in mein Aufgebrauchtsackerl. Sorry. Für das, dass ich so viel habe, bin ich ganz, ganz stolz, dass da so viel leer geworden ist. Also ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viel in dem Monat leer gemacht habe. Und das ist eben das Shampoo, von dem ich vorher geredet habe. Da steht nichts von Reiding drauf. Da steht einfach nur Glanzshampoo drauf. Damit ihr Bescheid wisst. Also ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich da trotzdem so viele diesen Monat leer gemacht habe, so viele Sachen. Also da kann ich echt stolz auf mich sein. Kann ich wirklich. Und ja, ich will euch jetzt nicht unnötig weiter volllabern damit, aber es wird jetzt jeden Monat so ein Video kommen. Und ja, ich freue mich schon voll auf mein Aufgebraucht-Video, das zu drehen. Darauf freue ich mich voll, aber es ist halt jetzt so dunkel, wir müssen natürlich schon drehen. Aber jetzt geht's eigentlich wieder mit dem Licht. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe es wirklich. Und ja. Schreibt mir mal, wie ihr das Kaufverhalten von mir findet. Ob ihr das rechtfertigt, dass ich jetzt die 2 Sachen gekauft habe oder eben nicht. Aber ich habe die ja wirklich gebraucht. Und im Gegensatz zu anderen Sachen bin ich auch wirklich, wirklich brav. Die Kathi glaubt mir nämlich nicht, dass ich das schaffen werde. Ich habe in dem Kaufverbot-Video gesagt, dass ich es bis März durchziehen will. Ob ich mir dann da was kaufe? Also jetzt im Gedanken, wie ich jetzt so denke, sage ich ihr nein, weil ich habe noch so viel. Das, ja, vielleicht mache ich halt so eine Party oder so stattdessen, statt ich jetzt mir irgendwann Blödsinn kaufe oder so. Zu meinem Geburtstag, weil ich habe mir immer wieder was gönnt, aber das werde ich heuer vielleicht nicht machen. Ja, das mache ich vielleicht heuer mal nicht. Und mache stattdessen irgendwas anderes Wichtiges. Wenn es was Wichtiges gibt. Ich rede irgendwie nur Blödsinn gerade, oder? Ja. Also sagt mir mal, wie ihr die Videoreihe findet. Ich werde das auf jeden Fall jetzt jeden Monat machen, damit ihr trotzdem seht, wenn ich mir jetzt was kaufe. Ich meine, diese Einweg-Waschlappen werdet ihr jetzt nicht sehen. Ich habe auch eine Packung aufgebraucht. Die kaufe ich mir jetzt natürlich nach, weil die brauche ich ja. Also das brauche ich aber wirklich. Ich meine, ja, bevor ich da jetzt den Rahmen sprenge von dem Video, ich kann das ja alles im nächsten Video erzählen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir mal, wie ihr das findet, ob ich mich jetzt ein bisschen gebessert habe oder nicht. Ich meine, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Was ich noch sagen wollte, ich will das noch bis März durchziehen. Da habe ich gerade abgebrochen. Wenn es bis März gut läuft, werde ich es bis November weiterhin machen. Damit es halt ein Jahr ist, wo ich schon mal nichts gekauft habe, also nichts bunkert habe oder so, so wie früher immer diese Duschgels und das. Was für mich ganz, ganz schwer sein wird, die Sommer-LEs von Balea und Le Fourcher. Also diese Kollektionen, was da immer im Sommer nur rauskommen, diese Duschgels und das. Da fürchte ich mich. Obwohl die Sommersachen von Le Fourcher waren ja schlecht, außer
jetzt kriegt der Schluck auf. Außer das Apfelduschgel, das war okay. Das habe ich ja jetzt in der Dusche. Also ich finde es okay, muss halt noch ein bisschen ausprobieren. Aber dieses Limette, also dieses Zitrone, Basilikum war ja schrecklich. Also das war ja echt schrecklich. Hört sich aber immer aufgebraucht. Das war ja abartig. Also da fürchte ich mich noch, gebe ich ganz ehrlich zu. Also bei den Sommersachen fürchte ich mich. Weil wenn irgendwas mit Melone oder so kommt, habt ihr mich da in der Ecke sitzen und heulen, weil ich es mir nicht kaufen kann. Aber schauen wir mal. Also bis jetzt geht's eigentlich noch. Und ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Also wenn ich mir so überlege, was ich alles auf meinem Blog gesehen habe für Sachen von Schminke, was ich alles eigentlich gar nicht brauche und trotzdem aus Elees gekauft habe. Und die vergammeln da jetzt. Echt schlimm. Nur ich bin nicht so eine, dass ich das einfach herschenken kann. Das kann ich nicht. Unter den Freunden ja, aber auch nur Sachen, von denen ich mich wirklich trennen kann. Und ja, also ich werde jetzt das Video wirklich beenden, weil sonst wird das Video wirklich zu lang und dann schaut es euch keiner von euch an. Also, sagt mir mal Bescheid, wie ihr das so findet, ob ihr das okay findet, so wie ich das durchgeplant habe. Schreibt es mir auf jeden Fall mal, ob euch das mit dem Aufgebraucht überhaupt interessiert hat vorher, was ich euch dann gezeigt habe. Ich bin ein richtiger Chunky von dem jetzt. Ja, und ich bin auch voll im Aufbrauchen, also ich glaube, ich kriege auch im Dezember meine Handcreme leer und darauf bin ich ganz, ganz stolz. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir mal, wie euer Kaufverhalten ist, ob ihr da auch jetzt was ändern wollt, ob ich euch inspiriert habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!